Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender von Bundesligist Fortuna Düsseldorf, lehnt nach der Vertragsposte um Trainer Friedhelm Funkel einen Rücktritt ab. Nein, ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Das kann ich aber nur, wenn ich handele, wenn ich das aushalte, wenn ich mit dem berechtigten Ärger der Fans umgehe, sagte der 42-Jährige der Rheinischen Post. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Schäfer hatte mit seiner Entscheidung, eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel abzulehnen, für großen Wirbel gesorgt. Vor allem das Verlager lief Sturm gegen die angekündigte Entscheidung des Clubs, sich nach der verpassten Einigung zum Saisonende vom 65-Jährigen zu trennen. Robert Schäfer gesteht: Ich habe einen Fehler gemacht, der Entschluss wurde nur einen Tag später wieder zurückgenommen. Es gilt nun als wahrscheinlich, dass Funkel im Falle des Klassenerhalts doch F95-Coach bleibt. Er müsse nicht der Gewinner sein, so Schäfer gegenüber der RP weiter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich arbeite daran, dass wir den wieder korrigieren. Wir wollen jetzt den Vertrag möglichst schnell vereinbaren, dann reden wir nochmal mit der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass etwas hängen bleibt. Dabei wollen wir alle mitnehmen. Wir werden der Mannschaft und dem Trainer total den Rücken stärken.